Wie war denn für dich die erste offene Runde? Welche erste offene Runde jetzt? Also jetzt, gerade eben. Ach so, ja, ich fand es sehr, sehr schön, also die Selbstmord-Performance und also ich fand das alles sehr, sehr interessant. Und auf der Basis von Fotos über das Thema erstmal so zu reden, das ist so, auf Französisch würde man sagen, une amorce, das ist mal so ein gutes, so ein Warming-up, fand ich gut. Mhm. Wir sind so in so einer Warming-up-Phase, denke ich. Und das kann bei der Selbstinszenierung wohl auch eine Weile dauern, dieses Warming-up. Ja, ja, ich glaube, bis man so auf Betriebstemperatur kommt und dann so sozusagen so flow-technisch unterwegs ist, das dauert eine Weile, bis man wirklich in der Selbstinszenierung ist. Weil da glaube ich schon so dionysische Sexual- und Vitalkräfte auf apollinische Traum- und Schaulust trifft natürlich. Das klingt spannend. Kannst du nochmal sagen, wo diese Selbstinszenierung da genau verortet ist? Also die Selbstinszenierung, wo sie genau verortet ist. Ich glaube, dass wir ja denken irgendwie, wir haben ein Selbst, also unser reales Selbst, da kann es Probleme mitgeben, aber und ansonsten alles, was so Selbstinszenierung ist, geht ins Künstliche rein. Und ich bin eben eigentlich der genau gegenteiligen Auffassung. Ich glaube, da bin ich sogar Essentialist, also ich glaube, dass es zum Wesen des Menschen gehört, ein Schauspieler zu sein. Also wir sind total theateraffine Wesen, weil es in der Conditio Humana, im Wesen des Menschen selbst liegt. Ne? Und das hängt wieder damit zusammen, dass was unser Wesen ausmacht, ist die exzentrische Position. Das heißt, wir sind unsichere Kandidaten. Wir sind keine sicheren Kandidaten wie andere Tiere. Und wir sind eben, was uns unterscheidet als Tiere, ist, dass wir nicht im Reinen mit uns selbst sind. Und diese exzentrische Position kommt daher, dass wir so unter dieser doppelten Hypothese leben. Haben wir einen Körper oder sind wir ein Körper? Also sozusagen die Geisthypothese oder die Materialismushypothese. Aber wenn man irgendwie die Idee hat, naja, also wenn wir einen Körper haben, dann werden wir ja wie in uns selbst eingesperrt, also sozusagen eingesagt. Und daher kommt unser Expressivismus. Also es ist wirklich Anthropologie, wir sind also expressivistische Wesen, wir müssen von innen nach außen uns ausdrücken und haben deswegen eine Grundaffinität mit Maske, Spiel und Theater. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, im Wesen des Menschen liegt die Selbstinszenierung begründet, also was völlig Natürliches, und es kommt aus einer Unsicherheit sich selbst gegenüber, also dass die Selbstinszenierung entsteht quasi in einer Unsicherheit, so dass wir denken, wir müssen uns eine Rolle aufsetzen. Ich hake noch mal ein bisschen weiter nach. Warum weißt du so viel über Selbstinszenierung? Weil ich halt eine Doktorarbeit geschrieben habe über selbstreflexive Dramatisierungsprozesse in Theorie und Praxis. Und deswegen habe ich eine Weile halt sehr darüber nachgedacht. Aber ich bin, wie gesagt, weiter davon überzeugt, dass im Grunde alle Philosophie Anthropologie sein müsste, in dem Sinne, dass man das endlich mal versteht, dass wir also sozusagen alle in einer Grundschauspielsituation sind. Und deswegen ist vielleicht das Wort, was ich am meisten nicht verstehe, oder sogar absurd finde, das Wort Authentizität. Das würde ja heißen, dass da irgendwie so ein echter Kern ist und ansonsten irgendwie so Masken, artifizielles Zierwerk. Aber ich eben behaupte, dass es nur Maske und Spiel gibt. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also, dass das Authentische quasi nicht gibt, sondern alles ist Maske und alles ist Zierwerk. Gibt es etwas, was da drunter liegt, oder gibt es etwas, das da das näher dran ist und etwas, das weiter entfernt ist von dem, was auch immer da sein könnte? Ja. Ich weiß nicht genau, ob ich auf deine Frage so antworten kann, aber um es jetzt pointiert zu sagen, würde ich sagen, es gibt keine Selbstfindung, da gibt es nichts zu finden, es gibt nur eine Selbsterfindung. Also erfindet euch selbst, Leute. Es gibt sonst nichts zu finden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft geradezu, ne? Eine Heilsbotschaft. Und
Und dann möchte ich noch zitieren, also es gab ja diesen Spruch Gnotis Auton über der Akademie von Platon, erkenne dich selbst. Hm? Dann gibt es einen sehr schönen Aphorismus von Oscar Wilde, der dann sagt, über dem Tor der alten Welt stand dieser Spruch, über dem Tor der neuen Welt wird stehen, und das hat er wirklich 1900 geschrieben, als das neue Jahrhundert begann, wird stehen, sei du selbst. Und ich würde behaupten, über dem Tor der Zukunft sollte stehen, sei der du sein willst. Ja. Okay, also quasi in die Zukunft gerichtet, sei der du sein willst, mit einem Vorhaben dahinter. Weil wir einen Schritt, quasi geht der Schritt immer weiter, dass wir das jetzt verstanden haben, dass wir uns selbst immer inszenieren und deswegen können wir das auch bewusst tun. Wenn man das mal verstanden hätte, ja. Und dann hat es auch, ich habe ja so eine kleine Liste von Anthropologie bis Quantentheorie, vielleicht schaffen wir das. Auf jeden Fall, jetzt sind wir hier bei systemischer Therapie. Wenn man das erstmal begriffen hat, dann kann man sozusagen so in einer selbstreferenziellen systemischen Therapie sein. Systemische Therapie kommt im Grunde von der MRI, also dem Mind Research Institute in Palo Alto, also von Watzlawick und Heinz von Förster, Bateson. Und in der systemischen Therapie geht es eigentlich darum, dass man im Sinne des radikalen Konstruktivismus unterscheidet zwischen Realität erster Ordnung und Realität zweiter Ordnung. Also beispielsweise das berühmte Gleichnis mit der Flasche halb leer, halb voll. Wenn die Flasche, der Optimist sagt, sie ist halb voll, der Pessimist sagt, sie ist halb leer. Ne? Aber die Flasche, das ist sozusagen die Realität erster Ordnung. Und die Realität zweiter Ordnung ist, welche Bedeutungen und Werte du der Realität beimisst. Und da das im Grunde zumindest in jeder Theorie anders ist oder bei jedem anders sein könnte, gibt es so viele Wirklichkeiten wie Theorien. Also daher die Theorie des radikalen Konstruktivismus. Und worauf es ankommt, ist diese diese Brille der zweiten Wirklichkeit zu ändern und eine andere Brille aufzusetzen. Das heißt, Selbstinszenierung ist dann eine Art von Distanzierungstechnik und Blickwinkelverschiebungstechnik. Und ja, danke Andreas. Stimmt, wer Schnaps möchte, es gibt Schnaps. Das kann ich sagen, stimmt. Gut, es gibt Schnaps. Wenn ich das behaupte, es gibt Schnaps, dann ist das ja auch eine Realität zweiter Ordnung. Also die Flasche ist halb leer oder halb voll, das Glas ist halb leer oder halb voll. Kommt es dann darauf an, was ich behaupte? Also du hast gerade gesagt, erste Ordnung, die Flasche, das Glas ist da. Zweite Ordnung, man bestimmt Werte dafür, es ist halb leer oder halb voll. Und Bedeutung und Werte und könnte quasi die dritte Ordnung sagen, ich behaupte einfach, also selbst wenn da ein Glas da ist und es ist leer, sage ich trotzdem, das Glas ist halb voll. Also dass ich das definiere oder ich die Bedeutung zumesse. Nee, absolut. Ich glaube, man muss auch daran denken, dass also jetzt unter dem Titel Selbstinszenierung oder Selbstinszenierungstechniken, was ich mehr mag als Selbstdarstellung, weil also das theatrale Moment besser genannt ist bei Selbstinszenierung, muss man auch zwischen dem Genitivus Subjektivus und dem Genitivus Objektivus natürlich unterscheiden. Also sozusagen setze ich mich selbst in Szene oder bin ich derjenige, der etwas in Szene setzt? Ne? Das ist auch so eine Sache. Aber auf jeden Fall in der Tat, im Sinne von, wenn du etwas in Szene setzt, könntest du in der Tat sozusagen in so einer Art von magischem Realismus à la Novalis jetzt irgendwas behaupten. Und das führt dazu, dass aber sich dein Blickwinkel verändert und du auf einmal die Wirklichkeit aus einem anderen Blickwinkel sehen kannst. Und alle Dummheiten kommen ja immer nur von monoglotten, einseitigen Blickwinkeln. Ja, okay. Aber ich wollte noch kurz was über Quantentheorie sagen. Und zwar, also wenn man jetzt dieses Gleichnis von Schrödinger mit der Katze, ne, Schrödingers Katze, ernst nimmt, dann ist es ja so, dass es im quantenmechanischen Bereich, also in der hypermikrokosmischen Welt, einen Moment, lass mich das noch sagen, dass es dann also Situationen gibt, wo eine man zugleich lebendig und tot sein kann. Ne? Die Katze ist nicht entweder lebendig oder tot, sondern zugleich lebendig oder tot. Und das heißt, im quantenmechanischen Bereich, und der vielleicht für unsere gesamte Welt gültig ist, da gibt es auch so, zum Beispiel Einstein und Schrödinger waren
waren die Kohärentisten, während andere sagen, dass die Quantentheorie für alles gilt. Und dann würde es bedeuten, dass der Satz der Identität ausgehebelt ist. Das heißt, dass du gleichzeitig auch etwas anderes sein kannst. Okay, also die Identität ist hiermit ausgehebelt. Ich weiß, dass ich gleichzeitig alles sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich der Schauspieler oder der Regisseur bin, weil ob ich etwas in Szene setze oder ob ich mich in Szene setze. Ich glaube, dass wenn ich an diese Tür klopfe, das Bild auf dem Beamer sich verändern wird und wir etwas anderes sehen und es weitergeht. Kann das sein?